Es wurden dauernd von Regeln geredet, von Anpassen, sich an Regeln halten, am geregelten Tagesablauf und dass man sich an Regeln zu halten hat. Immer dieses Regelung, immer alles reglementieren. Bei mir haben sie, hätten sie gerne, sie hatten leider die Macht gestoppt, dass ich öfters in die lange Reihe gefahren bin, dass ich mal ins Vierjahreszeiten oder Atlantik in Kaffee trinken gegangen bin, dass ich mal einmal im Jahr eine Reise gemacht habe. Das hätten sie gerne gestoppt. Das hätten sie sehr gerne gestoppt und mich so kontrolliert. Aber bei mir haben sie es nicht geschafft. Aber nur von Regeln reden und so. Dabei waren sie selber so weltfremd. Die hatten keine Ahnung von Reisen, von, wie ihr sagt, die Geschichte von Kreuzfahrten. Ich war schon ein paar Mal auf so einem Dampfer. Ich denke, dieser Wechsel leider hatte überhaupt keine Ahnung. Wie ihr seht hier, die Favoriten von Sun City und sowas, da bin ich eine Zeit lang meines Lebens ein- und ausgegangen. Ich habe das ganze südliche Afrika bereist. Ich war auf Mauritius im St. Grant. Hab das der Tourist-Rock besucht. Also, und diese Psychologen, diese Betreuer hatten überhaupt keine Ahnung. Also es war so, und Bildung den Leuten gab es überhaupt nicht. Eine erzählte von Mallorca, dass sie auf Mallorca war. Da war eine Treppe, die angemalt war, die Stufen waren angemalt in spanischen Farben, und die meinte, das wäre die spanische Treppe. Es wurde überhaupt nicht korrigiert von diesen Psychologen, dass die spanische Treppe nicht in Mallorca ist, sondern in Rom ist. Aber das wissen die wohl selber nicht. Es gab Drogenkonsum, Alkoholkonsum, die schlimmsten familiären Sachen kam daraus. Also ein Kind hat mehr Bier gekriegt wie Milch als Baby. Das erzählt ihr sie ganz frei. Von den Psychologen hat keiner was getan. Keiner irgendwie wirklich mal Regeln eingesetzt, und sie konnten machen, wie sie wollten. Es wurden Drogen, die Leute hatten, Alkohol war normal. Drogenkonsum war normal. Die Leute hatten kein Geld, um sich eine Unterhose zu kaufen. Aber rauchen, rauchen und trinken, das war wichtig. Da hätten mal die Psychologen reingucken sollen. Da hätten mal die Leute reingucken sollen. Da hätten mal die hingucken sollen. Ich habe selber erlebt, dass einer der Kinder hatte, wo die Frau im Bus zu denen sagte, der in der Gruppe war, es wäre ja leider kein Geld für Windeln da gewesen für das Kind, aber eine Kiste Bier haben sie drauf. Das war die Gesellschaft, das war die Norm, und die Psychologen, die Betreuer und die Sozialarbeiter verlangten, dass ich mich dieser Welt anpasse und dessen Regeln anpasse. Und dabei hatten sie überhaupt keine Ahnung. Der Werkstattleiter ist in sein, der war sowas von weltfremd. Mit der Münze, wie ich zum Beispiel beschrieben hat. Menschenskind, man muss doch wissen, was Silber-Euros sind. Das gehört doch zur Allgemeinbildung, was der über England, Dubai ausgelassen hat. Das ist doch sowas von weltfremd. Und diese Leute erzählen andere Leute, wie sie zu leben haben. Auch genauso, die Frage war ja, wie kann ich mir das leisten nach Hamburg oder meine Reisen? Ja, wenn ein 5-Sterne-Hotel 70, 60 Euro pro Nacht kostet, was ich immer bezahle, ich finde, das kann sich jeder leisten. Aber ich hatte auch das Gefühl, es war Neid über diese Psychologen. Es war Neid von diesen Psychologen, weil sie selbst keine Ahnung haben. Vom Führungskraft hatten sie auch keine Ahnung. Es war sehr schlimm. Es war nur gewollt von mir, dass ich am liebsten diese primitiven Lebensumstände teile, und wenn ich mich mal
übergebürstet habe nach dem Arbeitstag und mich einparfümiert habe, da wurde drüber gelästert. Aber wenn sich jemand 2 Wochen nicht mehr rasiert hat oder eine Frau sich nicht eine Woche nicht geduscht hat, das wurde als normal dahingestellt. Ja, was sollen die Leute lernen, wenn die Betreuer selber auf so ein Niveau arbeiten und sie nicht selber wissen, was sich gehört? Die Betreuer müssen die Leute anhalten und nicht einfach sagen, die Leute sind psychisch krank, die Leute sind, du bist in der Lebenshilfe, du hast dich anzupassen. Nein, auch als Behinderter kann man sich zivilisiert benehmen. Und das hat da fast keiner. Das wurde auch nicht irgendwie eingefordert von den Psychologen. Wir waren mal in Lübeck zum Weihnachtsmarkt. Da sind wir essen gegangen. Das wurde auch großzügig aus der Werkstattkasse bezahlt. Und da hat einer, der sehr gut in Alkoholkonsum ist, Bier bestellt, hat musste sich ein Bier bestellen. Ich trinke auch gerne mal ein Bier, aber ich habe extra mir eine Cola bestellt, weil ich ein gutes Vorbild sein wollte. Und dann hat dieser junge Mann sich Bier bestellt und der Psychologe hat nur gelacht und nur dort geguckt, hat überhaupt nicht gesagt, ob das nötig ist oder das ist ja nicht nötig oder ihn gestoppt. Wie gesagt, ich bin mit gutem Vorbild, wo ich gerne mal auch ein Hefeweizen zum Essen trinke, mit gutem Vorbild vorangegangen, habe mir ein Spezi bestellt. Aber diese Psychologen haben selber und dieser Betreuer hat selber überhaupt nicht darauf reagiert. Für ihn war es absolut normal, dass ein Alkoholiker da Bier trinken sein, bei sein. Und sowas verstehe ich nicht.